70 Hunde, 107 erwachsene Katzen, 25 Kaninchen, 9 Hamster, 15 Meerschweinchen und 2 Ratten beherbergt das Bertha-Bruch-Tierheim zurzeit. Dazu kommen 50 Katzenbabys, die in Pflegestellen auf ein Zuhause warten. Diese Zahl ist nicht etwa so hoch, weil Ferienzeit ist und viele Tiere abgegeben oder gar ausgesetzt werden. Es regnet immer Tiere, sagt Markus Dick, der gemeinsam mit Josephine Matthies zum Vorstand des Bertha-Bruch-Tierschutzvereins Saarbrücken und Umgebung gehört. Dem Wochenspiegel erklären die beiden den Aufbau des Tierheims, dessen Betrieb pro Jahr rund 400.000 Euro kostet. Wir haben natürlich Personalkosten, das sind unsere fixen Kosten. Wir haben natürlich auch Tierarztkosten, ja, Kosten für Futter, für Unterbringung, Betriebskosten für die Energie, also Heizung, Strom, Wasser, Öl. Ja, unser Tierheimbus braucht natürlich auch Benzin. Das sind Kosten. Wir haben natürlich auch Kosten für die Unterhaltung des Ganzen. Das heißt, ab und zu geht was kaputt, es muss was repariert werden. Ja, und so kommen dann diese Kosten halt zustande. Es interessiert uns natürlich auch, wie das Tier sich entwickelt hat, was aus ihm geworden ist, wenn es ein Welpe war, wie der nachher aussieht, wie sich das Tier integriert hat und wie Hund und Halter zusammengefunden haben. Außerdem stellt Josephine Matthies den 10 Jahre alten Westie Terrier Hannes vor. Hannes ist ein älterer Westie, geschätzte 10 Jahre, vielleicht auch etwas älter. Terrier-typisches Verhalten, er hört nicht mehr sehr gut, ist altersgemäß, er hat ein bisschen Prostata-Probleme, wird aber medikamentös behandelt durch einen Chip, ist noch ein munterer Begleiter, der gerne draußen spazieren geht. Man muss wissen, dass man den Westie halt von der Fellpflege her etwas trimmen sollte. Er schläft altersgemäß sehr viel und er sucht natürlich ganz, ganz dringend ein Zuhause. Wer dem Tier ein neues Zuhause geben möchte, meldet sich beim Tierheim.